Ich bin Sascha, mache Automobilmechatroniker im dritten Lehrjahr und arbeite bei der EMFA AG Schaffhausen. In meinem Lernberuf tut man Autos flicken, natürlich Service an einem Auto machen, Rädchen wechseln, allgemein einfach alle Reparaturen, die man sich jetzt so vorstellen kann an einem Auto. Natürlich tut man auch ein bisschen putzen, das gehört auch mit dazu, aber in den meisten Fällen tut man einfach das Zeug flicken. Ja. In meinem Lernberuf muss man auf jeden Fall ein technisches Verständnis haben. Man muss Interesse haben an dem, was man macht. Also jetzt in dem Fall ein Interesse am Auto, ein Interesse am technischen Verstehen, ein bisschen mit der Mechanik und jetzt natürlich auch ein mit der Elektrik. Und wenn man das hat, dann hat man eigentlich relativ gute Voraussetzungen, um so etwas zu machen. Das Lustigste, was mir in der Lehre passiert ist, ist im Nachhinein relativ lustig. Dort habe ich es nicht so lustig gefunden. Und zwar haben wir einen Ölboy gehabt, und den musste ich lernen. Und dann jetzt auf einmal den Schlauch verjagt und dann bin ich komplett in Öl gebadet und alles war dreckig und dann konnte ich nachher nutzen. Wir sollten bei uns bei der EMFA AG Schaffhausen die Lehre machen, weil wir ein angenehmes Team sind, alle gut miteinander zurechtkommen, man auch ab und zu mal ein paar Späße machen kann und dann niemand übel nimmt. Und allgemein sonst ein sehr angenehmes Arbeitsklima hat.